ja, seiner Leidenschaft zu folgen und dort auch wirklich etwas bewegen zu können. Was ist in dieser Zeit der schlimmste unternehmerische Moment gewesen, wo du erlebt hast? Ja, ich bin, wie gesagt, gerade letztes Jahr auf April ausgeschieden und einhergehend bei Argus und bei meinem vorherigen Betrieb und bei den Eingestiegen da. Und parallel ist die Krise gekommen. Und ich weiß noch, das letzte Märzwochenende gesehen, wo wir dann im Management-Team von bismart ja, einen Krisen-Call hatten. Man hat da überhaupt nicht gewusst, was jetzt passiert. Man hat weder gewusst, was es gesundheitspolitisch heisst, kommt da jetzt beste Cholera auf uns zu, weil man hat noch Bilder gesehen in den Medien, wo Krankenhäuser völlig überlastet gewesen sind und Leichenwagen gefahren sind. Und einhergehend haben wir nicht gewusst, wie geht es mit unserem Betrieb weiter. Wir sind Januar, Februar 2020 sehr gut gestartet gewesen und innerhalb von ein paar Tagen hat sich unseren Umsatz damals wirklich um 95 oder 100% reduziert. Und das muss ich schon sagen, das erste Wochenende, wo man dann dort die Gemengelage einmal ein bisschen analysiert hat, wo man viel Zukunftsfragen natürlich hoffen hat, wie können wir mit denen Arbeitsplätzen umgehen, wie können wir mit unserem Betrieb umgehen, wie geht das da weiter. Das ist definitiv unternehmerisch sicher der schwierigste Moment. Ich muss auch sagen, ich habe vorher gesagt, 18 Jahre lang als Geschäftsführer geschafft, das Gefühl, ich habe relativ viel erlebt. Aber das ist eine Illusion gewesen, dass ich viel erlebt habe. Ich habe dann festgestellt, da gibt es noch deutlich andere, drastischere Dimensionen. Und ja, das ist sicher das schwierigste Thema gewesen. Auch im Spannungsfeld zwischen wirklich sozial Verantwortung zu übernehmen, wo können wir auch Arbeitsplätze halten. Das ist die oberste Prämisse gewesen. Und wo muss man teilweise auch wirklich unternehmerisch ganz schwierige Entscheidungen treffen, weil man so einfach schlichtweg nicht, ja, nicht überlebensfähig sind, 5% weniger Umsatz. Und ja, von dem her eine ziemliche, ich glaube, da rede ich für viele Unternehmer, eine ziemliche Belastung gesehen natürlich auch, bis man sich dann einigermaßen sortiert hat. Und schön ist jetzt aber umgekehrt, wir haben, glaube ich, es richtig draus gemacht im Nachhinein und haben uns auf die Zweitwelle, soweit dass man es beeinflussen kann, haben wir uns eigentlich bestmöglich darauf vorbereitet. Okay, also ich glaube, also auch wenn ich für mich rede, oder? Das größte Problem in dieser ganzen Situation ist ja wie auch gewesen, dass du keine Planungssicherheit gehabt hast, oder? Du hast ja keine Ahnung gehabt, wie lange dauert es, was passiert nachher. Und dann Entscheidungen treffen ist einfach extrem schwierig, weil du nicht weißt, sind meine Annahmen korrekt und du hast immer nur können auf Annahmen irgendwie basieren. Und das ist doch das jetzt für mich persönlich, wo so die größte Challenge war in dieser Zeit. Du hast vorher in der Schweiz relativ eine grosse Planungssicherheit, du kannst relativ sichere Annahmen treffen, ich sage Szenarien durchgehen und da hast du einfach keine Ahnung gehabt, ob das irgendwo dann verhebt oder nicht, oder bist plötzlich halt, hey, ist gar nicht schlimm, vorbei, wir machen wieder auf und dann hast du irgendwie auf der anderen Seite Entscheidungen getroffen, die jetzt eher ein bisschen runterfahren, anstatt wachsen. Wie sind wir mit dieser Situation umgegangen, mit dieser Planungsunsicherheit? Das ist definitiv eine neue Situation für einen Unternehmer. Ich glaube, ein Unternehmer ist sich bewusst, dass er sich selber Sicherheit geben muss durch seinen Entscheid, durch sein Handeln. Aber was sehr eine neue Erfahrung sehe, ist dieses Ausgeliefertsein. Du hast letztlich, als Unternehmer bist du gewöhnt, du kannst Entscheidungen treffen und kannst das Ergebnis bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen. Aber auf einmal, das hat mein Geschäftsfreund Thomas Blank gesehen, jetzt sitzt man, das ist ein Südtiroler, jetzt sitzt man da im Bob und jetzt rauscht es halt einfach runter. Und jetzt musst du einfach schauen, der muss bremsen, der andere muss lenken, wie kommen wir jetzt da möglichst gut durch? Weil letztlich, mehr hast du nicht machen können, hast du die Umweltsituation nicht verändern können. Was wir sehr schnell gemacht haben, und das ist am Schluss emotional wie auch sachlich der beste Entscheid gewesen, wir haben gesagt, okay, wir haben zwar nicht mehr die Beeinflussbarkeit, aber wir haben immer noch eine namhafte Zahl von Entscheid, wo wir selber beeinflussen können. Wohin geht unsere Energie? Wohin gehen unsere Gedanken? Wo können wir etwas beeinflussen? Und das ist bei uns nicht 3 Tage gegangen, dass wir gekadert haben im grossen Stil und einfach ratlos dort gehockt sind und gesagt haben, was sollen wir machen? Sondern wir haben sehr schnell gekehrt und gesagt, okay, es gibt Themen, es gibt Ebenen, wo man beeinflussen kann. Und da jetzt zu hadern und einfach stillzustehen und zu schauen, was passiert mit uns, würde uns nicht besser durch die Krise bringen.
Also haben wir den Fokus auf die Sachen gelegt, wo wir beeinflussen konnten, wo wir gewusst haben, da sind wir für das Ergebnis verantwortlich. Da können wir das Ergebnis so entsprechend beeinflussen. Und darum ist die ganze Energie auch da, im Kopf wie im Herz, ist dort hingegangen, wo wir Beeinflussbarkeit haben. Und das hat uns allen gut getan, das hat auch Zuversicht gegeben, das hat auch entsprechend Mut gegeben, gerade auch bei den Mitarbeitern der Gastronomie. Wir haben ja auch einige Gastronomien, die nicht arbeiten haben dürfen. Das Housekeeping hat wenigstens ab und zu mal ein Zimmer reinigen dürfen. Die Leute haben wir mitgenommen und gesehen, schau, fokussieren, wir machen jetzt Umbauprojekte, die wir planen. Wir schauen, wie können wir im Frühling und im Sommer erstärkt, erneuert noch einmal reingehen, also der Fokus aufs Wesentliche zu legen, aufs Positive zu legen, aufs Beeinflussbare zu legen. Ist ein Glücksrezept, wo ich sage, da kannst du relativ viel mit deiner eigenen Einstellung lösen. Cool, perfekt. Merci vielmals für die Insights. Muss man sich immer wieder überlegen, definitiv. Was kann ich beeinflussen? Mich nicht dort aufhalten, wo ich eh nichts kann ändern und dort Energie drin, sondern okay, was kann ich beeinflussen und dort auf den Fokus setzen. Perfekt. Gehen wir auf die andere Seite. Was ist denn der beste unternehmerische Moment gewesen in den letzten gut 10 Jahren, seit wir mit dem Konzept mal gestartet sind? Ich würde sagen, es sind die letzten 12 Monate. So komisch, dass es tönt. Weil wir haben immer gesehen, wir möchten nicht auf Sand bauen. Und ich habe bei vielen Entscheidungen immer gesehen, du, das braucht Zeit, das braucht Geduld. So schnelles Wachstum attestiert man schnell einmal mit überheblich, mit gierig, mit um jeden Preis. Und ich habe vorgesehen, so sind wir nie gesehen. Wir haben gesehen, wir gehen dorthin, wo man etwas Sinnvolles beitragen kann, was es braucht. Und ich muss sagen, die letzten 12 Monate haben gezeigt, und das meine ich jetzt nicht ausschließlich wirtschaftlich, sprich finanziell, dass wenn man etwas mit dieser Philosophie und mit dieser Wertehaltung aufbaut, dass es auch nicht einfach zusammenkracht. Das heisst, dass es beständig ist. Ich sage immer wieder, ich habe gelernt, eigentlich ist fast nichts beständig in dem heutigen Umfeld. Es ist wirklich alles zerbrechlich, außer die Werte, die menschlichen Beziehungen, wo du aufbaust, wo du pflegst und wo du hast. Und insofern für mich, ganz ehrlich, meine Philosophie ist immer gesehen, dort vor allem auch über der Sinnhaftigkeit zu folgen, einem Mensch auch seinen Raum zu geben. Und es klingt vielleicht komisch für jemanden, der Self-Check-In-Häuser als sein Geschäftsmodell hat. Für das mag ja der Mensch viel zu gern. Und ich bin auch überzeugt übrigens, der Mensch wird es immer brauchen. Und wir haben auch dank dem, wieder vielen Reinigungsdamen herausfordernde Aufgabe gehen können. Also die Erkenntnis, dass das System in sich verhebt hat, und zwar nicht nur jetzt rein vom Geschäftsmodell, sondern dass wir heute noch unsere Mitarbeiter haben, gesehen haben, wie das Team zusammensteht, wie sie die Aufgabe meistern, wie sie zusammenheben, wie sie zusammenrocken, den Austausch mit vielen Gästen, den Austausch mit vielen Vermietern, einfach ein Ökosystem, wo bei aller Unsicherheit, wo da draußen, bei dem Sturm, wo wir da draußen momentan erleben, in sich zusammensteht und verhebt. Mhm. Das ist für mich mit Abstand die wichtigste und insofern noch die schönste unternehmerisch, nicht nur Erfahrung, sondern eigentlich auch eine Bestätigung gewesen. Cool, perfekt. Schön, wenn die schlimmsten Momente, was fast deckungsgleich mit den schönsten Momenten sind. Aber perfekt. Du hast selber gesagt, oder, dass man irgendwie schnelles Wachstum und so weiter manchmal mit gewissen Sachen assoziiert. Und ganz viele Leute können sich ja nicht vorstellen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Was heisst das? Wie sieht das aus? Haben irgendein Bild im Kopf? Manchmal oder häufig leider nicht nur ein Positives. Mit dem Bild möchte ich ein bisschen brechen. Und darum ist so meine Frage an dich, was heisst es für dich persönlich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das definieren? Also ich glaube, der erste wichtigste Schuss ist, seiner Leidenschaft seiner Leidenschaft zu folgen und dort auch wirklich etwas bewegen zu können. Also für mich ist Unternehmer sein auch Verantwortung übernehmen. Das ist etwas, was für mich in der heutigen Gesellschaft generell, ja, durch welche Umstände auch immer entsprechend eher gefördert, nicht mehr passiert. Die Eigenverantwortung, dass man selber richten muss und dass eben nicht alle anderen System schauen, dass weniger keine Lust haben, dass es irgendwie weitergeht. Ich glaube,
Unternehmer sein heisst auch Verantwortung übernehmen. Unternehmer sein, der gute Balance zwischen sozialen Aspekt und Wirtschaftlichkeit, heisst auch gestalten zu können, heisst auch Chancen geben zu können, heisst auch Arbeitsplätze schaffen zu können. Ich habe einige Jahre, ganz junge Jahre, habe ich in der Parteipolitik verbracht. Also aus einem guten Interesse will ich eigentlich etwas bewegen. Und bin dann dort 6 oder 7 Jahre gesehen und sagen müssen, ich habe allzu viel festgestellt, da geht es nicht unbedingt um die Sache. Du willst etwas bewegen, aber wenn ich da schaue, sind eigentlich viel, viel andere Themen wichtiger als die Sache. Und das ist auch der Grund gewesen, ich bin wirklich froh um die Erfahrung, ich will so gerne nicht negativ bewerten. Ich habe für mich sagen müssen, das ist meine Welt nicht. Ich will irgendwo meine Energie lieber wieder dort hingehen, wo ich etwas beeinflussen kann. Und zum Glück haben wir Politiker, die Verantwortung übernehmen, das will ich überhaupt bitte nicht gewertet haben. Aber ich für mich sagen müssen, ich habe das Gefühl, ich bewege mehr, wenn ich in eine unternehmerische Rolle gehe. Mhm. Da kann ich die Philosophie, die Wert, da kann ich Arbeitsplätze schaffen, da kann ich das viel eher, sagen wir mal, weiterbringen und weitergehen, als wenn ich in irgendeiner angestellten Situation oder eben in einem politischen Amt oder sonst wo bin. Und ich glaube, das gestalten können, das Verantwortung übernehmen können, das auch Leute entwickeln können. Das ist für mich nach wie vor etwas vom Schönsten, wenn ich sehe, wie sich Mitarbeiter entwickeln kann. Wie aus einer Housekeeping-Dame, wie aus einer guten Fee eine Managerin wird. Und ich habe das schon erleben dürfen. Und das ist für mich im Alltag mit die grösste Motivation, dass ich sehe, hey, da kannst du wirklich etwas Nachhaltiges bewegen und kannst Leute entsprechend entwickeln, kannst ihnen helfen, ihren Weg zu gehen. Und von dem her, ich glaube, Unternehmer sind in der guten Balance, wo es nicht einfach darum geht, kurzfristig einfach Geld irgendwie abzugrasen, sondern wo es darum geht, zu gestalten, zu bewegen und auch aufzubauen. Ich glaube, ist etwas sehr, nach meiner Fürhalt, etwas sehr Positives. Das kann ich nur unterschreiben, das ist definitiv etwas sehr, sehr Positives. Wenn jetzt du noch mal müsstest von vorne starten, gibt es Sachen, die du anders machen würdest? Ich kann dir leider ausnahmsweise nur eine kurze Antwort geben. Gut, perfekt, kein Problem. Wir kommen schon bald ans Ende, wir sind aber auch schon ein Moment dran im Interview. Hast du ein Lieblingszitat? Bist du überhaupt ein Zitatenmensch? Und falls ja, welches? Also ich habe zwei. Also einmal hat mir mein Vater mit auf den Weg gegeben. Das heisst, ohne Fleiß kein Preis. Ist damals zwar auf dem Tennisplatz gemeint, aber ich habe es fürs Leben mitgenommen. Und das Zweite, was wir bei uns intern wirklich leben, ist, geht nicht, gibt es nicht. Also grundsätzlich geht einmal alles. Die Frage ist, ob es denn sinnvoll ist, aber geht nicht, gibt es nicht. Und ohne Fleiß kein Preis, prägen wir, glaube ich, bis heute. Okay, perfekt. Super Zitat. Ja, es ist manchmal, also eben, ich finde, Zitate sind so viele Infos auf so ganz kurz zusammengebrochen. Und wo man sich immer wieder, eben, wie du sagst, wenn du mal gesagt hast früher, ja, aber, und heute musst du sagen, geht nicht, geht's nicht. Also andere Sichtweise darauf zu haben. Perfekt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Unternehmer und Unternehmerinnen oder Leute, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was sind so die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben? Also ich glaube, das erste Mal, überlegen Sie, woran Sie am Sonntagnachmittag denken. Warum? Das habe ich schon 2, 3 ehemalige Mitarbeiter oder immer noch Mitarbeiter gesehen. Wenn Sie am Sonntagnachmittag an etwas denken oder einfach etwas inspirieren lassen, dann wissen Sie mal schon, wo Ihr Herz schlägt, wo Ihr aus Leidenschaft, aus Freude, aus Interesse sind. Und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten rund um das, was man am Sonntagnachmittag in Freizeit gern macht, vielleicht auch ein eigenes Lebensmodell zu schaffen, wo ein Unternehmer sein, in einer Selbstständigkeit münden kann. Das ist einmal das Erste. Für mich das Zweite, Unternehmer sein ist kein Beruf, sondern Unternehmer sein, du hast es vorher schon mal gesehen, ist ein Lebensmodell. Und ich glaube, was in so einem Lebensmodell einfach passieren muss, ist, dass Work-Life-Balance zwangsläufig da ist. Wenn es eine Belastung ist, dass ich am Samstag oder am Sonntag, wenn ich irgendwo bin, an mein Unternehmen denke und Inspiration hole, dann glaube ich nicht, dass man Unternehmer ist. Das heißt, es sollte das eigentlich gut ineinander übergehen, dass Leben und Schaffen eigentlich ein Gesamtmodell ist und nicht entweder schaffe oder ich lebe. Weil für das verbringen wir, egal ob angestellt oder Unternehmer, viel zu viel Zeit mit Schaffen. Und das Dritte ist, ich habe es an meinem Beispiel erlebt,
auch wenn das Ziel am Anfang so wahnsinnig gross und fast unerreichbar scheint, verfolge es trotzdem. Es gibt immer wieder Türli, die sich öffnen, wenn man mit Fleiss und eben mit der Einstellung, dass es irgendwie schon geht, nachgeht und das Ziel auch verfolgt. Und darum mag ein Ziel auch noch so groß sein. Skizziere es für dich und verfolge es mit der notwendigen Beharrlichkeit und Konsequenz. Perfekt. Drei absolut super Tipps, kann ich nur unterschreiben bei allen. Perfekt, gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Gibt es jetzt Bücher, die dich vielleicht in deiner unternehmerischen Karriere weitergebracht haben, die auch dein Denken hier angebracht haben, was es heute ist, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern kannst empfehlen? Ich bin immer schon sehr lesefaul gewesen. Also ich habe selbst während dem Studium, habe ich, wenn überhaupt, Zusammenfassungen von meinem Kollegen gelesen. Von dem her muss ich sagen, bin ich jetzt kein Literar. Was ich aber momentan gerade lese und wo ich mich selber ein bisschen angesprochen fühle, ist ein Buch von Anne Schüller. Ich habe sie einmal vor 15 Jahren als Referentin gehört. Das nennt sich Querdenker, verzweifelt gesucht. Das ist ein Buch, wo es darum geht, nicht um die Querdenker, wo man momentan in einem komischen Kontext von Covid haben, sondern es geht darum, in einem Unternehmen Leute zu haben, die konstruktiv querdenken, die Sachen hinterfragen, die immer eigentlich wieder ein bisschen der Motor sind für Innovation, wo ich übrigens auch glaube, dass der in der Praxis passiert, gerade in unserem Thema sowieso, und nicht im Labor, wo durch viel Diskussion, durch Streitkultur, durch offenen Geist prägt ist. Und das Buch, muss ich sagen, hat es angefangen zu lesen, ist ganz eine spannende Literatur. Einerseits für sowieso Leute, die Unternehmer sind oder sie wollen, würden wollen, aber auch für Führungskräfte in den verschiedensten Bereichen, kann ich es nur empfehlen. Perfekt. Das Buch wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Ja, wir sind am Ende langsam vom Podcast. Marco, wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt jemand sagt, hey, so ein Hotel braucht es bei uns, oder ich habe eine Liegenschaft, oder ich habe ein Hotel und suche eigentlich die geeigneten Lösungen. Oder einfach sonst sagt Marco, tönt nach einem sympathischen Unternehmer, ich muss mich mal mit dem vernetzen. Wo geht das am besten? Ja, also am einfachsten geht es über LinkedIn. Dort findet man mich, wenn man meinen Namen eingibt. Oder alternativ, wenn jemand das nicht hat oder nicht will, dann kann er mir eine E-Mail schreiben. MW für Marco Weisshaupt @b-smarts.net findet ihr auch auf der Webseite dann von Bismarck. Perfekt. Er findet es auch auf der Webseite von mir, www.mach-dies-ding.ch. Wird natürlich dort verlinkt. Ja, ganz zum Schluss ein bisschen zynisch, aber egal. Wirst du nochmal selbstständig werden? Ich glaube, es war ja logisch gewesen. Ich glaube schon. Ich glaube schon, kannst du nur empfehlen. Ich habe jetzt zynisch beantwortet. Super. Du, danke vielmals für deine Zeit, deine Tipps, deine Geschichte. Sehr inspirierend gewesen. Alle Zuhörerinnen, hören Marco zu. Wenn ihr ein grosses Ziel habt, machen es, auch wenn es im Moment noch ganz weit weg tönt. Merci vielmals. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag. Nico, dir das Gleiche. Alles Gute. Und hoffentlich bis bald einmal wieder in physischer Form. Definitiv, wäre super. Mach's gut. Ciao, Marco. Tschüss.